Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Dinosaurier! Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Ja. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wow. Okay, wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal, legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Wow. Na klar doch! Im Dinosaurier-Dschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan, da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön. Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Oh. Dinosaurier! Dinosaurier! Oh, der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch, da wir gerade davon sprechen. Oh je. Der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause! Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? 1, 2, 3. Toll gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Peppa und ihre Freunde haben einen Riesenspaß im Kinderspielzentrum. Schorsch, alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Oh, komm her. Der Lärm und die vielen Kinder hier sind wohl etwas zu viel für Schorsch. Suchen wir uns einen stillen Ort, damit er sich beruhigen kann. Ich weiß, wohin. Kommt! Alle gehen in einen Ruheraum, damit sich Schorsch wieder wohler fühlt. Die vielen Farben und weichen Gegenstände helfen mir jedes Mal, wenn es laut und hektisch wird. Sehr schön. So, jetzt atmen wir alle ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen. Ausatmen. So, jetzt entspannen wir uns. Luzi Locke und Papa Wutz sind sehr entspannt. Aber Schorsch hat sich nicht beruhigt. Guck dir den an. Willst du ihn dir ansehen gehen? Wow. Oh, wo geht ihr denn hin? Dieser Bereich des Ruhezimmers ist voller Spielsachen. Guckt mal her. Das hier drückt man. Oui, guck mal her, Schorsch. Wow. Mir ist meine Schmusedecke am liebsten. Nein.
Nein. Das scheint wohl auch nicht das Richtige für Schorsch zu sein. Hm. Ich hab's! Kommt alle mit! Peppa hat einen anderen Bereich entdeckt, der Schorsch gefallen könnte. Das ist der Naturbereich. Es ist, als wäre man draußen, nur ist man drinnen. Die Blumen duften so gut! Könnt ihr die Vögel hören? Und das raschelnde Laub? Ah, ich bin so super duper mega entspannt. Lasst uns noch eine Atemübung machen. Einatmen? Lass mich mal, Papa. Wir atmen alle ein und aus. Und ein und aus. Geht es dir jetzt besser, Schorsch? Es ist gut, kurz innezuhalten, wenn man überfordert ist. Schorsch scheint es hier wohl sehr zu gefallen. Können wir noch ein bisschen bleiben? Na klar. Das Ruhezimmer macht alle glücklich. Schorsch gefällt der Naturbereich. Und seine Familie und Freunde sind froh, dass sie ihn aufmuntern konnten. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Fantastisch. Und mit ein wenig Spielzeugladenmagie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Reizen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je, die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja! Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee! Warte auf uns, Peppa. Whee! Wow! Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh. Was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier.
Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein! Fertig! Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups! Vielleicht ist es der hier. Oh! Oder vielleicht der hier. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Oh. Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Hurra! Aha, da ist einer. Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute ins Einkaufszentrum gefahren. Wir steigen schon mal aus. Ich park schnell und komm gleich nach. Wenn irgendwo was frei wird. Sie gehen in den Spielzeugladen, um ein Geschenk für Baby Alexander zu kaufen. Hier sind so viele Spielsachen. Ja. Was denkt ihr, würde Baby Alexander gefallen? Vielleicht dieser Basketball. Oder diese Spritzpistole. Puff, puff. Oder diese Karaoke-Maschine. Die sind alle toll, aber für ein Baby eher nicht geeignet. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Papa Wutz hat endlich einen Parkplatz gefunden. Oh je. Aber der Parkplatz ist so klein, dass er nicht mehr aussteigen kann. Ich fahre einfach noch mal die Runde. Wuhi! Was ist das, Schorsch? Es sieht aus wie das Parkhaus von vorhin. Parkhaus! Schorsch liebt das Spielzeugparkhaus. Baby Alexander mag Autos sehr, aber für dieses Spielzeug ist er noch viel zu klein. Wie wäre es denn mit diesem Ball, Schorsch? Nein! Auf, auf, auf! Oder wie wäre es mit diesem knuffigen Teddy? Nein! Schorsch findet keines dieser Spielzeuge passend für Baby Alexander. Wie wäre es mit dieser lauten Rassel? Schorsch gefällt nur das Spielzeugparkhaus. Was hältst du davon, Schorsch? Nein! Puh. Das perfekte Geschenk für Baby Alexander. Das würden wir nehmen, Frau Mümmel.
Wo hat Papa Wutz nur geparkt? Hui! Hallo allerseits! Jeder hat Spaß im Spielzeugladen. Aber Papa und Schorsch macht das Parkhaus noch mehr Spaß. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ach, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Frau Mimmel, halt! Hier sind noch zwei Briefe. Peppa und Shaw spielen heute Postbote. Und sie müssen ganz besondere Briefe verschicken. Hallo, soll ich diese Briefe zustellen? Ja, bitte. Das hier sind Spezialbriefe für Mama und Papa Wutz. Peppa und George haben sogar ihre eigenen Briefmarken gemacht. Wow! Ich bin hier, um die heutige Post einzusammeln. Werf die Briefe in den Briefkasten. Hurra! Ich werde jetzt eure Briefe zusammen mit allen anderen zustellen. Das ist echt viel Post für nur eine Postbotin. Wollt ihr beide mir helfen? Dürfen wir? Es spricht nichts dagegen. Die Postuniform passt ja. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, richtige Postboten zu sein. Wie Frau Mümmel. Und jetzt fahren wir zur Sortieranlage. Hier wird jede einzelne Postsendung sortiert, damit wir wissen, wo die Post hin muss. Wow! Hier ist so viel Post. Yep. Deswegen lassen wir uns von schlauen Maschinen dabei helfen. Dinosaurier! Diese Spezialbriefmarken haben Peppa und Schorsch für ihre Spezialbriefe gebastelt, Herr Zebra. Die müssen ganz besonders schnell zugestellt werden.
Wir haben einen Zustellungsnotfall. Alarmstufe rosa. Peppas und Schorschs Briefe werden bearbeitet, damit sie möglichst schnell zugestellt werden können. Oh, kommt mit. Zuerst müssen wir andere Briefe zustellen. Ja, auf geht's. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, mit Frau Mümmel die Post zuzustellen. Einige der Hausbriefkästen sind ziemlich weit oben. Und einige haben lustige Formen. Ja! Aber alle Briefe kommen dorthin, wo sie hingehören. Bis nur noch zwei Briefe übrig sind. Ding Dong! Oh, das ist die Post. Ich mache auf. Oh! So was. Die Postboten kommen mir bekannt vor. Oh, das sind Peppa und Schorsch. Sie haben mit mir den ganzen Tag lang Post zugestellt. Wir bringen euch Spezialbriefe mit ganz speziellen Briefmarken. Wow. Die sind wirklich speziell. Peppa und Schorsch sind gern Postboten. Und Mama und Papa Wutz lieben ihre Spezialbriefe und Spezialbriefmarken. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Schorsch noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Oui. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Schorsch, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier, Verzeihung. Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Schorsch geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Peppa und ihre Familie gehen heute in einen schicken Kleiderladen, um dort ein Halloween-Kostüm zu kaufen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, um ein Kostüm zu finden. Der Nächste, bitte! Kriege ich bitte ein gruseliges Vampirkostüm, Frau Mümmel? Tut mir leid! Ich habe unser letztes Vampirkostüm gerade verkauft. Oh. Kein
Keine Sorge, Peppa. Wir werden ein anderes Kostüm finden, das genauso toll ist. Nicht wahr, Frau Mümmel? Natürlich. Sehen wir uns um. Peppa probiert verschiedene Kostüme an. Tada! Ein Zitronenkostüm? Zitronen sind nicht so gruselig wie Vampire. Ein reizendes Blumenkostüm? Wie reizend! Es ist reizend, aber es ist nicht gruselig. Und sogar ein Bleistiftkostüm. Oh. Wow, wie ausgefallen. Gibt es hier auch noch irgendwelche gruseligen Kostüme? Ich befürchte, wir haben alle verkauft. Aber wir haben noch ein paar gruselige Kostümteile übrig. Mach daraus doch ein ganz neues Monster, Peppa. Ja, legen wir los. Ja. Peppa und George suchen nach geeigneten Sachen für ein gruseliges Kostüm. Wie wär's denn mit diesen Monsterzähnen? Jetzt sind meine Schöne gruselig. Schau, Peppa, Fledermausflügel. Oh, wirklich gruselig. Oh, Dinosaurierschwänze sind sehr gruselig, George. Gruseliger Hut, gruselige Schminke, gruseliges Spinnennetz. Probiert das doch mal an. Peppa probiert ihr brandneues Monsterkostüm an. Meine Güte, das gruseligste Kostüm, das ich je gesehen habe. Es ist perfekt. Peppa fühlt sich sehr gruselig in ihrem Halloween-Kostüm. Peppa liebt es, gruselige Monsterkostüme zu basteln. Aber Mama und Papa finden den Preis dafür auch ziemlich gruselig. Peppa und ihre Familie sehen sich heute einen Actionfilm im Kino an. Ich muss dringend pinkeln. Ups, Entschuldigung. Verzeihung. Ja, ich bin soweit. Tada! Oh je. Das Kino hat viele bunte Türen. Und Peppa und Papa Wutz wissen nicht mehr, durch welche Tür sie rausgegangen sind. Ich glaube, es war die blaue Tür, Papa. In diesem Saal läuft ein Meerjungfrauenfilm, den sich Luzi, Locke und ihre Mutter angucken. Hallo, Peppa! Hallo, Luzi. Oh, ich liebe Meerjungfrauen. Können wir uns diesen Film ansehen? Guck, eine rosa Tür. Hinter der rosa Tür sehen sich Herr Bulle und Frau Kuh einen Liebesfilm an. Sie liebt ihn also doch. Die da war es aber definitiv nicht. Die gelbe Tür führt zum Vorführraum. Hier arbeitet Frau Mümmel. Oh, hallo ihr zwei. Was macht ihr denn hier hinten? Wir waren auf der Toilette, aber jetzt finden wir unseren Kinosaal nicht mehr. Nun, ich spiele die Filme von hier aus ab, aber ihr seht sie euch nicht von hier aus an. Aber keine Sorge, ich helfe euch beim Suchen. Kommen in eurem Film Dinos vor? Josh würde ihn lieben. Das wäre was für ihn. Aber es ist leider nicht unser Film. Ist es dieser lustige Film? Nein. Oh, was ist hinter dieser Tür? Oh, nein. Hier lagern wir das Popcorn. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Das passiert.
passiert ständig. Oh. Wow. Das klingt nach unserem Film. Schnell, Papa. Danke, Frau Mimmel. Wo wart ihr so lange? Peppa guckt sich gern mit ihrer Familie Actionfilme im Kino an. Aber ihre Abenteuer mit Papa Wutz liebt sie genauso. Peppa und George tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! George will ein Dinosaurier werden. Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und, sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte. Nächster Halt, der Park. Stopp! Du hast uns vergessen. Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh, dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Dinosaurier, geh nicht in die Schule, Schorsch. Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Peppa und Schorsch machen sehr viel Lärm. Hui. Peppa, wollt ihr nicht lieber im Wohnzimmer spielen? Oh, nimm diese Klebezettel hier und mach damit Bilder. Okay, Mama. Ja! Oh, viel besser. Ja! Fertig, Mama. Jetzt schon? Das war schnell. Oh, wow. Das hier ist Mama und das da ist Papa. Und Schorschs Bild ist Dinosaurier. Das sieht genauso aus wie ich, Peppa. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Eine Schlammpfütze. Klar ist es das. Wisst ihr, man kann auf den Klebezetteln auch sehr gut Bilder malen. Wie Hinweise für eine Schatzsuche? Naja, ich dachte eigentlich an... Komm mit, Schorsch. Fertig! Oh. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Wegweiser gemacht. Oh, das ist echt aufregend. Folgt den Spuren, um den Schatz zu finden. Los! Mama und Papa Wutz folgen den Spuren, um den Schatz zu finden. Sie suchen in Peppas Bett, in der Badewanne,
im Gang und schließlich... Wow, sieh dir das an. Das sind Klebezettel. Es ist ein Festmahl. Richtig, ja, ein Festmahl. Peppa und Schorsch haben Spiegeleier gemacht, Tomatensuppe und sogar, Toast mit Zuckerwatte. Alles aus Klebezetteln. Wieso spielt ihr jetzt nicht was anderes und wir räumen, essen all das hier auf? Spielt verkleiden. Okay, Mama, komm mit Schorsch. Wir machen den Abwasch später. Das höre ich oft. Wir haben alles aufgegessen. Es war ganz köstlich. Und wir haben uns verkleidet. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Kostüme gemacht. Oh. Tja, ich schätze, ich bin das Klebezettelmonster. Und ich bin das noch viel klebrigere Zettelmonster. Wow. Peppa und Schorsch macht das Spielen mit Klebezetteln sehr viel Spaß. Und am allermeisten dann, wenn Mama und Papa Wutz mitspielen. Peppa hat sich heute verkleidet für Luzi Lockes Weltraumparty. Im Partybus. Ah, wir sind wieder sicher gelandet. Im Partybus gibt es viel zu tun. Hallo, Frau Außerirdische. Haben Sie Luzi gesehen? Ich bin Luzi. Ich bin keine echte Außerirdische. Und ich bin ein Roboter. Ich bin ein Stern. Und ich bin eine Weltraumprinzessin. Sip, sap, Willkommen an Bord, liebe Kinder. Wer ist bereit für eine Weltraumparty? Ja! Es gibt eine Weltraumtanzfläche. Echt leckeres Weltraumessen. Das schmeckt wie Weltraum. Und natürlich Weltraumpartyspiele. Wer will Päckchen herumreichen spielen? Im Weltraum! Wenn die Musik stoppt, entfernt ihr eine Schicht Einpackpapier. Du bist dran, Klausi. Hurra! Oh nein, meine Roboterhände können kein Paket aufmachen. Das macht nichts. Roboter können viele andere Spiele spielen. Zum Beispiel Sternschnuppen fangen. Seid ihr bereit? Ja! Und fangen! Beinahe! Ich krieg sie! Ups. Lasst uns was anderes spielen. Klebt das Auge auf den Außerirdischen. Oh, darf ich es bitte versuchen? Ich verbinde dir die Augen, damit du nichts siehst. Und los! Ups, Entschuldigung. Ich finde, es steht mir. Gibt es etwas, das Astronauten und Außerirdische und Sterne und Roboter und Prinzessinnen alle zusammentun können? Tja, wenn ihr euch alle anschnallt, dann können wir... Abheben in 3, 2, 1. Der Partybus hebt ab, genau wie ein richtiges Raumschiff. Wow. Es macht Spaß, durch den Weltraum zu fliegen. Schaut, eine fliegende Untertasse. Alle haben einen Riesenspaß im Partybus. Eine Außerirdische und ein Roboter. Und ist das eine Astronautin? Juhu! Und alle lieben es, durch den Weltraum zu fliegen. 4 Karten, bitte. 4-mal Popcorn, bitte. 4 Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm,
schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los. Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Hä? Oh, was macht dieser Schuh hier? Das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, 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 ring. Hallo? Oh, das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Oh. Oh. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh, dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation, Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey. Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Oh. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Oh.
Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen. Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen? Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Oh, ja. Alles in Ordnung, Peppa? Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hiya! Ich kann es doch. Komm schon, Schorsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Du bist so gut darin. Ja, wir schaffen es. Gut gemacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Lieferung für Mama Wutz. Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und Schorsch werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin. Das Obst da ist aus Opa Wutz' Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Hurra! Ja! Ja! Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja, wir brauchen Eis für Eis am Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Es klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu.
Himbeeren, die liebe ich. Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. George hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, George. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Ja! Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen Riesenspaß. Aber irgendwann... Oh nein! Es ist kein Obst mehr da. Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Oh. Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Oh, warum nicht? Na, weil im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Peppa und Shaw spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... George, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, George? Polizeiauto. Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und George tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und George suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und George lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto! Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja! Ja! Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, George? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und George haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino. Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, George? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und George begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. George gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je,
Vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Oh. Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Oh. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Oh. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz' Stimme nicht zu verstehen. Lass mich zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz' Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Peppa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama. Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Oh. Hallo. Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Wow. Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Hui. Wir haben rausgefunden. Gut gemacht, Peppa. Aber wo ist Schorsch? Ich dachte, er wäre hinter mir. Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden!
Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich! Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme! Hui! Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Bereit oder nicht, ich komme. Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha, hab dich. Oh nein, dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Oh, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Oh. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier, aber hier auch nicht. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh. Wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So. Viel besser. Dinosaurier. Oh. Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht. So viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Ja. Peppa und Papa Wutz nehmen heute am Karateunterricht von Herrn Bulle teil. Ja. Wow, guck, Papa. Oh, ja, beeindruckend. Willkommen allerseits. Beim Karate ist es wichtig, sich zu verneigen, um Respekt zu zeigen. Verzeihung, Herr Bulle. Ja, junge Peppa. Wieso haben unsere Gürtel verschiedene Farben? Oh, die Gürtel zeigen, wie viel Erfahrung man hat. Meiner ist schwarz, weil ich schon ganz lange Karate betreibe. Peggy und Pandora tragen orangefarbene Gürtel, weil sie schon viel Unterricht hatten. Und weil dies deine erste Stunde ist, tragen du und Papa Wutz weiße Gürtel. Oh, können wir jetzt versuchen, das Brett zu zerschlagen? Ich denke, dafür sind wir noch nicht bereit. Ganz richtig, dafür braucht es viel Übung. Also legen wir los. Alle Männer! Beim Karate muss man schnell sein und springen können. Hopp. Geschafft. Sehr schön. Als nächstes lernen wir, wie man richtig atmet. Oh, ich bin Experte, was Atmen anbelangt. Ich mach das schon mein Leben lang. Einatmen. Ichi, ni,
Shanxi. Ausatmen. Shanxi. Ach, Herr Bulle, wieso sprechen Sie überhaupt übers Knie? Über das Knie? Oh nein, so zählt man bis vier auf Japanisch. Ichi, ni, san, shi, ja? Oh. Alles klar, jetzt machen wir Gleichgewichtsübungen. Peggy, Pandora, macht es uns bitte vor. Um gut in Karate zu sein, muss man ein sehr gutes Gleichgewicht haben. Gut so, jetzt seid ihr dran. Toll, das üben wir nächstes Mal weiter. Herr Bulle? Dürfen wir jetzt endlich das Brett zerschlagen? Jetzt ist was anderes dran. Der Roboter. Oh, der Roboter? Streckt euren Roboterarm hoch. Ha. Und jetzt streckt ihr den Roboterarm runter. Ha. Roboterarm hoch. Arm hoch, Arm runter. Hallo, Roboter Papa. Hallo, Roboter Peppa. Herr Bulle hat ein Spezialbrett vorbereitet. Aber Papa Wutz ist sich nicht sicher, ob er und Peppa dafür bereit sind. Keine Sorge, dieses Brett besteht aus sehr weichem Schaumstoff. Gut, Peppa, bist du bereit, dieses Brett zu zerschlagen? Aber ich weiß nicht wie. Doch, das weißt du. Roboterarm hoch und Roboterarm wieder runter. Hi-ja! Ich hab's geschafft! Und um das zu feiern, bekommst du einen ganz speziellen Gürtel. Peppa und Papa Wutz fanden ihre erste Karatestunde zusammen super. Und Peppa liebt ihren neuen Gürtel. Peppa und ihre Familie sind heute am Flughafen. Sie fliegen mit einem Flugzeug nach Spanien. Fliegen alle hier mit uns nach Spanien? Dann muss das Flugzeug riesengroß sein. Wo müssen wir jetzt wohl hin? Hierher für den Flug nach Spanien. Keine Sorge, dort regnet es nicht. Aha, kommt mit, bleibt bei uns. Pässe und Tickets, bitte. Holla, Frau Mümmel. Das heißt Hallo auf Spanisch. Hola, ich wusste nicht, dass Sie Spanisch sprechen. ¿Cómo está, señor Wutz? Papa Wutz kann nicht Spanisch, aber er lernt es mit einer App. Calcetines? Nein, danke. Ich habe schon Socken. Da siehst du ganz anders aus, Mama. Das ist ein altes Foto. Hier sind die Pässe von Teddy und Dinosaurier. Dinosaurier! Danke. Jetzt wiege ich eure Koffer. Die dürfen nicht zu schwer sein fürs Flugzeug. Bis dann, Koffer. Wir sehen uns im Urlaub. Adios. Oh, Jemine, dieser Koffer ist viel zu schwer. Sie müssen etwas herausnehmen, damit er leichter wird. Ein paar von denen müssen wohl woanders hin. Peppa und ihre Familie kommen jetzt zur Luftsicherheitskontrolle. Gebt bitte eure persönlichen Gegenstände hier rein und geht dann hier durch. Die Detektoren stellen sicher, dass wir nichts mitnehmen, was verboten ist in das Avion. So heißt Flugzeug auf Spanisch. Oh. Ihr dürft zusammen da durchgehen. Oh. Dinosaurier! Hä? Ups. Die habe ich vergessen. Tut mir leid. Was ist das? Ah, das ist ein Rollsteig. Peppa und Schorsch sind auf dem Rollsteig. Damit können die Leute viel schneller ihr Ziel erreichen, als wenn sie normal gehen würden. Wow, hier sind so viele Läden. Und ein Massagesessel. Jetzt entspannen wir uns, bis der Flieger bereit ist. Dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Spanien allerseits. Beeilung! Oh nein, unser Flieger startet gleich. Peppa liebt es, mit ihrer Familie in den Urlaub zu fliegen. Und Flughäfen gefallen ihr besonders gut. Mama und Peppa sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo, ich bin Dr. Peppa Wutz. Hallo, Dr. Peppa Wutz. Ich bin Schwester Frau Mümmel. Und das
ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein! Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau! Komm mit uns! Vergiss nicht dein kleines rotes Buch! Als erstes müssen Frau Mümmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Oh. Stell dich bitte hier hin, Schorsch! Nein! Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mümmel? Oh. Wow! Du bist schon richtig groß, Peppa! Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch. Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Oh. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch. Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppas Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch. Daher kriegst du einen Aufkleber. Dinosaurier! Und auch einen für Dr. Pepper Woods, weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch eine. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh. Und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich. Und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Danke schön. Oh.
Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Peppa Wutz und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau, was ist das? Wow, das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel. Oh, wow. Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Ja. Lass uns Meerjungfrauen sein. Aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Oh. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster. Machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie A, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln und kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten. Da ist die Perle. Sie ist so wunderschön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo, Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lass uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Oh, Klar dürft ihr das.
Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch, wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, piep, piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte! Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter! Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte! Hallo, liebe Kundin! Hallo, Einkaufsroboter! Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich! Tasche! Ja, Schorsch! Mamas Handtasche ist eine Tasche! Diese Tasche ist die falsche Tasche! Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen! Diese Tasche ist die richtige Tasche. Bitte Artikel einscannen. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons nein, in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Fehler, 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 das Fehler. Nicht. Fehler, jetzt aber. Fehler, und wie ist es jetzt? Fehler, und jetzt? Fehler, Fehler, und jetzt? Fehler, 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 Fehler. Drückt auf den Knopf an der Seite. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Viele, viele. Oh nein, der Einkauf.
Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Papa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Mann, wird nass? Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wär's mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui! Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Nein, ich verliere. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Ja! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Marmelade, Eier, Tomaten, Kokosnuss und Wackelpudding. Es ist Muttertag und Peppa und Schorsch wollen Mama Wutz mit einem ganz besonderen Frühstück überraschen. Oh, ihr habt ja schon ohne mich angefangen. Was soll es denn geben, kleine Köche? Toast! Oh! Toast! Mit allem drum und dran! Gut, lasst uns loslegen. Oh, guck dir das an, Peppa. Gut gemacht, George. Ups, das war etwas zu viel. Vorsicht, George. Geben wir uns Mühe. Mamas Frühstück muss besonders gut werden, damit sie sieht, wie lieb wir sie haben. Ganz genau. Toast! Tada! Jetzt ist die Marmelade dran. Mama liebt Toast mit Marmelade. Auch Schorsch liebt Toast mit Marmelade. Mama Wutz freut sich schon riesig auf ihr leckeres Frühstück im Bett. Aber das Frühstück riecht etwas angebrannt. Der Toast, Papa, der Toast!
Eine Sekunde, Peppa. Diese Toastscheiben kommen besser nach unten. Gute Idee. Oh. Schnell, Mama Wutz wird bald aufwachen. Oh. Oh. Schorsch! Schorsch hat Marmelade so gern, dass er alle Marmeladentoasts aufgegessen hat. Zum Glück gibt es noch viele andere Zutaten. Eier und Bohnen. Tomaten und Salatgurken. Käse und Senf. Wackelpudding. Eine ganze Kokosnuss. Ja! Ich sehe mal besser nach Ihnen. Oh. Eins, zwei, drei. Alles Gute zum Muttertag! Oh, was für eine Überraschung! Oh. Es gibt Toast mit allem drum und dran. Mit allem bis auf Marmelade. Mama Wutz schmeckt ihr Toast mit allem drum und dran. Auch ohne Marmelade liebt sie ihr Muttertagsfrühstück. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Wutz Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und eine Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung. Danke sehr. Au revoir. Tschüss. Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klack, klack. Hier, eure Magnete. Wow. Fertig. Los. Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn. Und der Sieger ist... Ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Oh. Was war das? Oh. Guck, Schorsch. Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha. Wow. Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh, sehr kreativ, Schorsch. Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra!
Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort! Hier, bitte sehr, Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke! Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, George. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa! Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja! Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, yum, yum. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... Ein großer Schokoladenbrunnen! Der sieht
sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mimmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Yay! Rotes Licht! Peppa und ihre Freunde spielen heute rotes Licht, grünes Licht. Grünes Licht! Wenn jemand rotes Licht ruft, müssen sie versteinern. Aber bei grünes Licht dürfen sie sich wieder bewegen. Rotes Licht, stopp! Peppa und ihre Freunde haben vor der Straße angehalten. Die Lichter der Ampeln helfen dabei, die Straße sicher zu überqueren. Na los, Lichter! Es ist erst sicher, die Straße zu überqueren, wenn das Licht grün ist. Die Ampel ist grün. Also Ohren auf, Augen auf und los. Grünes Licht. Hurra! Roter Drachen! Er hat roter Drachen gesagt, nicht rotes Licht. Mama und Papa Wutz legen jetzt die Kinder mit anderen Wörtern rein. Großartig gemacht, Kinder. Roter Ball. Nein, Schorsch, wir müssen versteinern. Bist du sicher? Ich sagte roter Ball. Nicht rotes Licht. Mir wird ganz schwindelig. Schorsch hält sich nicht an die Regeln. Keine Sorge, Schorsch. Mama hat eine besondere Aufgabe für dich. Ich hab's. Beim nächsten grünen Licht sprinten wir zu dem Baum da. Ja. Grünes Licht. Rotes Licht. Jetzt, Schorsch. Schorschs besondere Aufgabe ist es, als Kicherer alle zum Lachen zu bringen, während sie sich nicht bewegen dürfen. Du hast gewonnen. Du bist ein wirklich toller Kicherer, Schorsch. Und grünes Licht. Bin gleich da. Rotes Licht. Hallihallo, was haben wir denn da? Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Wir spielen rotes Licht, grünes Licht. Mein Lieblingsspiel. Rote und grüne Ampeln zu beachten, ist ganz, ganz wichtig. Sogar die Autos und Fahrräder halten bei Rot an und fahren bei Grün. Der hier macht es einem echt schwer, versteinert zu bleiben. Macht's gut. Es ist friedlich, wenn die Kinder versteinert sind. Vielleicht sage ich nie wieder grünes Licht. Uhuhu. Er hat grünes Licht gesagt. Peppa spielt gern rotes Licht, grünes Licht. Alle spielen gern rotes Licht, grünes Licht. Hallo und herzlich willkommen. Es ist ganz wunderbar, eine Königin zu sein. Peppa tut heute so, als sei sie eine Königin mit ihrem eigenen Turm. Peppa hat sich ihre Stadt aus Bauklötzen gebaut. Oh, hallo, Eure Majestät. Was für ein wunderschöner Turm. Oh, und mir gefallen auch deine Enten, Schorsch. Quack, quack. Mein Turm ist wirklich wahnsinnig hoch. So kann ich nämlich sehen, was alle Leute so machen. Oh nein! Nicht mein Turm! Quack, quack, quack! Nein, Schorsch. In dem Spiel gibt es keine Riesenenten. Lässt du Schorsch bei deinem Spiel mitspielen, Peppa? Zu zweit macht es doch immer mehr Spaß. Okay. Schorsch, spielen wir Baumeister und reparieren das Schloss, das du zerstört hast. Etwas nach links, etwas nach rechts. Schau vor, Eure Majestät. Ente! Nein, Ente. Eine Riesenente. Seht nur. Schorsch! Vorsicht mit den Enten, Schorsch. Klötzchenland ist nichts für Enten, Schorsch.
Ich will mit dir in Zukunft nie wieder spielen. Das meinst du sicher nicht so, oder, Peppa? Doch, das tue ich. Ich bin die Königin von Klötzchenland. Und Königinnen können spielen, was immer sie wollen. Königin Peppa spielt viele Spiele. Aber keines der Spiele macht allein wirklich Spaß. Als Königin ganz allein zu sein, ist gar nicht so wunderbar. Was passiert denn jetzt? Oh je, Papa Wutz saugt Staub und deswegen wackelt der Boden. Oh nein, mein Turm wird so sicher einstürzen. Eine Riesenente? Oh, tut mir leid, Herr Ente. Verzeihung, Eure Majestät, ich sauge später weiter. Du hast den Turm gerettet, Schorsch. Wollen du und deine Enten mit mir spielen? Peppa spielt unheimlich gern, aber am allerliebsten spielt sie mit Schorsch zusammen. Hallo, Kinder! Habt ihr euch daran erinnert, T-Shirts mitzubringen? Heute ist die Kunststunde in Peppas Spielgruppe besonders, weil T-Shirts mit Batikmustern gefärbt werden. Was ist denn Batik, Madame Gazelle? Batik ist eine spezielle Art, T-Shirts zu färben, mit ganz vielen verschiedenen Farben, so wie das hier. Oh, ich dachte, wir färben Krawatten. Die ist von Opa. Kein Problem, Klausi. Es geht mit jedem Stoff. Dann färbst du einfach dein Krawatte. So, lass uns loslegen. Vorher ziehen sich alle noch Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel an. Zuerst geben wir ein paar Tropfen von der Farbe ins Wasser. Das ist eine Spezialfarbe für Kleidung. Oh! Ihr könnt die Farben mischen, wie ihr wollt. Aber es braucht nur wenige Tropfen. Tada! Ich färbe jetzt mein T-Shirt rot. Blau und gelb zusammen wird zu grün. Ich färbe meine Krawatte pink. Richtig pink. Ich färbe mein T-Shirt wie einen Regenbogen. Zusammengemischt wird aus den Farben braun, wie braune Schlammpfützen. Sie sind nicht mehr Regenbogenfarben. Oh. Keine Sorge, Gerald. Du kannst dein T-Shirt immer noch regenbogenfarbig machen, wenn du es in viele verschiedene Farben eindüngst. Machen wir mein T-Shirt auch regenbogenfarbig? Natürlich. Wir machen alle T-Shirts regenbogenfarbig. Zuerst drückt ihr euer T-Shirt fest zusammen. Dann wickelt ihr Gummibänder drumherum, nämlich drücken so. Drücken und... Oh. Nachdem ihr das gemacht habt, fangt ihr mit dem Färben an. Und zwar Stück für Stück. Genau so. Klitsch! Platsch! Platsch! Es macht allen Riesenspaß, ihre T-Shirts in verschiedene Farben einzutunken. Jetzt sieht es aus wie ein Regenbogen. Peppa hat unabsichtlich ihren Schutzmantel mit bunten Flecken bekleckert. Deshalb tragen wir Mäntel, um unsere Kleidung zu schützen. Lasst uns mehr Dinge färben. Die Vorhänge oder die Stühle oder ihre Handtasche. Bleiben wir fürs Erste bei den T-Shirts und der Krawatte. Wir engen sie jetzt draußen auf. Dann sind sie am Ende des Schultags getrocknet. Die Spielgruppe ist aus und die gefärbten Kleidungsstücke sind fertig. Guck, Papa, das ist ein Regenbogen. Ohoho, das sieht fantastisch aus. Meins sieht unten wie eine Slumpfütze aus. Das ist deine sehr pink gefärbte Krawatte, Opa Clef. Alle lieben es, Kleidung in Batikmustern zu färben und die Kleidung dann zu tragen. Es ist der Abend von Halloween. Und alle dekorieren fleißig Kürbisse. Es gab einen Stromausfall. Deshalb ist überall im Haus das Licht ausgegangen. Oh je, da stimmt was nicht mit der Elektrizität im Haus. Keine Sorge, ich hole uns Taschenlampen.
Du meine Güte. Mama Wutz hat die Taschenlampen gefunden. Hier, bitte. Jetzt können wir alle sehen. Aber die Kürbisse müssen leider warten, bis wir wieder Strom haben. Ich hab's. Gehen wir im Dunkeln auf Geisterjagd. Ja! Ich habe Angst vor Geistern. Darf ich die Augen geschlossen halten? Okay, du kannst dich an mir festhalten. Geist! Schorsch will auch mit auf Geisterjagd gehen. Tut mir leid, du bist noch zu klein. Das würde dir viel zu viel Angst machen. Und jetzt alle mir nach! Peppa und ihre Freunde suchen nach Geistern im überaus gruseligen Wohnzimmer. Gruselig! Oh, das ist ein Geist! Das ist kein Geist. Das ist nur Geralt. Tut mir leid, Peppa. Ich kann mit verschlossenen Augen nicht sehen. Das ist das gruseligste Zimmer im ganzen Haus. Jetzt suchen alle nach Geistern in Peppas Kinderzimmer. Geist! Dieser Geist ist gar kein Geist. Es ist Schorsch unter einer Decke. Und er will bei der Suche nach Geistern mithelfen. Geist! Geist! Okay, Schorsch, du darfst jetzt mitkommen. Aber es wird jetzt sehr gruselig werden im, Hausflur. Nein! Schorsch denkt, dass es gar nicht gruselig wird. Oh! Hier ist es ja noch viel, viel dunkler. Es ist überall dunkel. Oh je, Peppas Taschenlampe ist ausgegangen. Es ist zu dunkel. Nicht doch, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Das Licht ist wieder an. Aber jetzt herrscht ein Durcheinander. Es war nur eine Sicherung. Oh, was ist hier passiert? Ich denke, das war wohl ein Geist. Peppa und ihre Freunde lieben es, auf Geisterjagd zu gehen. Aber Kürbisse zu dekorieren macht ihnen noch mehr Spaß. Peppa hat heute Luzi Locke und Emily Elefant zu einem Spielenachmittag bei sich zu Hause eingeladen. Schorsch hat seinerseits Edmund Elefant und Linus Löffel zum Spielen zu sich eingeladen. Wir hätten wohl nicht alle diese Kinder am selben Tag einladen sollen. Kuckuck, wir sind's nur. Oh. Wir kommen später wieder. Lasst uns mit den Bauklötzchen ein Schloss bauen. Peppa und ihre Freunde haben beschlossen, mit bunten Bauklötzen zu spielen. Aber Schorsch und seine Freunde haben beschlossen, ein Spiel zu spielen, das mehr Lärm macht. Oh nein! Ein Dinosaurier! Lauf! Schorsch spielt liebend gern Dinosaurier. Nicht so schnell, Schorsch! Hab's gleich! Moment! So! Hurra! Aber Schorsch ist nicht besonders vorsichtig. Geht's dir gut, Peppa? Ja, mir geht's gut. Oh je, Schorsch tut es sehr leid, dass er Peppas Schloss umgehauen hat. Ist in Ordnung. Es war doch nur ein Unfall. Würde es euch nicht Spaß machen, alle zusammen zu spielen? Ja! Ich weiß, was wir spielen können. Alle helfen Peppa bei den Vorbereitungen für das Spiel. Puh. Und Schorsch teilt allen ihre Kostüme aus. Jetzt sind alle bereit. Das Spiel kann losgehen. Ah!
Du meine Güte, wir brauchen Hilfe. Sind hier irgendwo tapfere Ritter? Brauchen Sie etwa Hilfe, Frau Königin? Keine Sorge, wir halten Sie auf. Mit Magie! Der Spielenachmittag bei Peppa und Schorsch macht allen großen Spaß. Kommen wir morgen wieder. Und alle lieben es, zusammen zu spielen. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Dinosaurier. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Oh, es steckt wieder fest. Böse Ananas. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein! Mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Vorsicht! Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir
wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Pinda. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo Oma. Hallo Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen.